Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von World of Warcraft. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zu dem Haustierhändler und ich frage mich, wo der ist. Der war doch hier sonst immer gewesen, an der Ecke irgendwo. Hallo? Da ist der dicke Baum. Da ist er, glaube ich. Hier müsste die Händlerin sein. Was haben wir denn da? Gemischt Waren. Eulenausbilderin. Da gucken wir doch einfach mal. Ein großer U. Was und? Sperbeeule. Großer Uhu und Sperbeeule. Aha. Nehmen wir ihn mal mit. Nehmen wir die Sperbeeule auch mit. Gucken wir mal eben, was wir damit machen können. Haben wir die zwei schon mal gelernt. Dann würde ich sagen, gehen wir noch eben verkaufen. Alles, was wir halt nicht gebrauchen können. Das ist einmal das Schild. Die Dinger. Das Ding, das Ding. Das kann weg. Die Pilze können weg. Das ist ein Questgegenstand. Das brauchen wir noch. Die brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Den Staub behalte ich auf jeden Fall. Ah, ich finde das auch sehr geil, dass man hier halt die Gegenstände alle so in der Reihe nach verkaufen kann. Nicht so wie bei Terra, wo man da dann doch immer nur 8 Sachen auf einmal verkaufen kann. So, jetzt gucke ich da mal kurz rein. Ja, guck mal. Sperbeeule. Waldmotte haben wir auch. Genau, die haben wir ja gefangen. Das ist die Sperbeeule und der große Uhu. Ja, da haben wir da doch schon ordentlich was an Viechern zusammen. 10 Stück sind es jetzt insgesamt. 10-mal Viechzeugs. Ich wusste doch, dass man hier da so ein Viechzeugs noch kaufen kann. Was sind das da? Elfisches Kaninchen. Ne, brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Wir gehen wie... Wo ist denn hier der? Da. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Weg? So, jetzt müssen wir ja theoretisch die Quests noch abgeben und den Brunnen finden. Wo zur Hölle soll denn der Brunnen sein? Müssen wir mal eben... Ach, scheiße, wir sind gerade in Darnassus, da können wir gerade eh nicht gucken. Auf der Karte, wo wir da hin müssen. So, jetzt sind wir in Teldrassil. Ach, guck mal, da eins, da unten ist das. Dann würde ich doch fast schon sagen, wir gehen erstmal die Quests abgeben. Und dann gehen wir eine 1 runter, oder? Oder gehen wir direkt eine 1 runter? Wobei im Grunde können wir auch direkt nach 1 runter gehen, wenn wir da von hier aus überhaupt hinkommen. Müssen wir mal kurz gucken. Doch, das sieht gut aus. Dann machen wir da nämlich die Fiole voll mit dem heiligen Wasser. Und können dann auf dem Rückweg direkt alle Quests auf einmal abgeben. Das hört sich nach einem guten Plan an. Wird so durchgeführt. Aber vorher haue ich mal hier die Knorreneule mal kaputt. Ah, du machst ja viel Schaden. Und ich hau dir 60 um die Ohren, Kollege. Das war's schon wieder mit dir. Junge, Junge, Junge. Du kannst ja gar nichts. 28 Erfahrungspunkte. Ja, das kann ja dauern, bis das Level abgibt. Was ist denn hier los? Ach, da ist ein Panther, der hinter uns her hechelt. Das ist ja... Die können ja gar nichts. Ein Rehkitz, elfisches Kaninchen. Noch ein Rehkitz. Jetzt muss ich nur wissen, wo das blöde Ding ist. Wo ist denn der Brunnen? Ist er echt so weit weg? Das ist ja schon fast am kompletten See vorbei, wa? Was haben wir da? Kleiner Frosch. Ah, da haben wir, glaube ich, den Typen, wo wir die Quest abgeben müssen. Ein Dryade.
Knocheneule, elfisches Kaninchen, kleiner Frosch. Okay, dann brauchen wir da also gar nicht ganz so weit laufen. Den Weg müssen wir aber trotzdem komplett zurücklegen, so wie es ausschaut. Was ist denn das? Sag mal, wie weit ist denn das hier noch? Ach, doch noch ein ganzes Stückchen. Müssen wir nur gucken, wie wir da am besten hinkommen. Ich habe hier aber auch in dem ganzen Gebiet, wo wir hier rumrennen, noch nicht einen irgendwie Erz gefunden oder sonst irgendwas. Ja, wir brauchen es im Grunde auch nicht finden, weil wir haben die Berufe ja eh nicht. Aber wäre trotzdem mal toll zu wissen, dass hier was ist. Oh Gott, schon wieder so viele Spinnen. Ich glaube, ich spinne. So, da hinten haben wir, glaube ich, wieder ein Kaninchen. Ach ne, ein Streifenhörnchen. Hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Aber dahinter ist ein Kaninchen. Hinter dem Streifenhörnchen findet man ein Kaninchen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Da ist auch wieder ein Rehkitz. Sag mal. Ich komme mir leicht ein bisschen veralbert vor. Ach du heilige Scheiße, wo bin ich denn jetzt hingerannt? Ja, so viel dazu. Hatte ich wieder die falsche Quest angewählt. Ich bin ein Genie, ich bin so ein Held, bin ich. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Oh Gott. Das ist wieder so typisch crazy Aktion. Oh Mann. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre so gelenkig, dass ich mir selbst den Arsch beißen könnte. Mann, 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 Mann. So, und wie lange haben wir schon? Ja, 7 Minuten sind wir jetzt schon wieder dabei mit dem Part. Das ist ganz okay. Da ist auch der Brunnen. Ich sehe ihn jetzt. Da müssten wir eigentlich gleich noch die Quests alle abgeben können. Und dann ist, glaube ich, auch Feierabend, weil dann ist die Festplatte voll. Ich habe so ziemlich genau abgepasst, dass das funktioniert mit dem Festplattenplatz. Aber gut, sammeln wir erstmal unser Zeug ein. Ach guck mal, da sitzt auch einer am Teich und guckt uns zu, was wir hier machen. Das ist ja interessant. So, du kleiner Dryade, ich habe da was für dich. Der Anbruch des Tages. Es ist schön, euch wiederzusehen. Wie ich sehe, habt ihr erfolgreich das Wasser der Mondbrunnen für Koritras Mondzorn gesammelt. Ich hoffe, ihr habt währenddessen viel gelernt. Ich habe in der Tat auf meinem Weg hierher mit Koritras gesprochen und er hat mir das Wasser, das ihr gesammelt habt, zur Verfügung gestellt. Es könnte sich sehr wohl noch als nützlich erweisen, und zwar früher als wir dachten. Merkwürdigerweise ist die wachsende Verderbnis, die wir verspürt haben, in Wahrheit ein gutes Zeichen. Teldrassil ist schon seit langer Zeit mit dieser Verunreinigung belastet, und dank des Segens der Drachenaspekte tritt sie nun in einer Form ans Tageslicht, gegen die wir etwas ausrichten können. Okay. Ach du Heiliger. Was soll da? Och du großer Gott. Eluns Rache. Während Teldrassil sich selbst von der Verderbnis reinigt, welche seinen Wachstum all die Jahre entstellt hat, hat sich südlich von hier am Rand des Baumes eine bösartige Wucherung gebildet. Wir haben die Möglichkeit anzugreifen und die Quelle des Teufelsmooses, das die Knarzklauen, die Bäumlinge und alles andere verdorben hat, zu säubern. Mit dem Wasser, das ihr in den Mondbrunnen gesammelt habt, und der erneuten Kraft von Teldrassil selbst kann ich euch eine kurze Zeit große Macht gewähren. Setzt der Verderbnis ein Ende. Das kriegen wir doch bestimmt hin.
Nehmen wir mal an. Gucken mal, wo wir dafür hin müssen. Ach, das sieht ja schon fast so aus, als ob hier die... Ne, Moment, die sind das nicht. Die sind das nicht. Was müssen wir denn jetzt... Oh, erkunde Teldrassil haben wir abgeschlossen. Ein Erfolg. Ist ja interessant. Wo müssen wir denn da jetzt hin, verdammt? Und was zur Hölle geht hier vor? Was sind das da? Schattenpriester oder was sollen das darstellen? Es war übrigens auch noch eine Option, der ich nachgegangen, am liebsten nachgegangen wäre, einen Schattenpriester zu spielen. Allerdings ist der dann doch noch ein bisschen verzwickter wie... ein Hexenmeister. Hexenmeister, der spielt sich ja relativ einfach. Zumindest kommt mir das gerade so vor, dass sich das relativ einfach spielt. Und ich muss mal gucken, wo müssen wir denn jetzt zur Hölle hin, ey? Das ist ja der Wahnsinn. Irgendwo da runter. Und der will uns irgendwie an Kragen, der alte Mistsack. Ach, Junge! Geh mir noch nicht auf eine Nüsse. Das ist ja furchtbar. Aber da müssen wir auf jeden Fall hin. Zack. Ach, das ist Heilung. Okay. So, können wir da auch irgendwie was kaputt machen? Sieht schon fast so aus, als ob das da auch negative Auswirkungen hat. Gut. Oh Gott, da kommt schon wieder der nächste Viechzeug. Kommt hier, weg mit euch. Ich will das nicht. Komm, nochmal das ganze Spielchen. Wir werden das währenddessen geheilt. Und die kriegen alle Schaden, wenn sie da drin stehen. Seid ihr jetzt tot? Nein, ihr lebt ja immer noch. Gott sei Dank, alles weg. Können wir da was plündern? Sieht nicht so aus. Und dann würde ich mal sagen, hauen wir uns doch mal mit dem Viech eins um die Ohren. Auf geht's. Ja, ich muss näher ran. Habe ich mir schon beinahe gedacht. Zack. So trefft ihr mich nicht. Ach, das sieht ja hervorragend aus. Der kann ja nichts. Der kann ja gar nichts. Der kleine Mann. So, setzen wir das nochmal ein. Und natürlich immer weiter, bis der irgendwann mal tot ist. Ich hätte ganz gern das Sternfeuer nochmal, oder was das ist? Sternregen. Da, Mann. Und ich glaube, wir haben ihn besiegt. Jawohl, wir haben das Übel besiegt. Die Quest kannte ich noch gar nicht. Die war auf jeden Fall neu. Weil ich habe so ein fettes Viech noch nie besiegt gehabt, als ich das damals noch gespielt habe. Na gut, mir soll es recht sein. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal wieder zurück zum Questgeber, ohne dass die uns hier irgendwie umbringen oder so. So, weg mit euch. Und dann bashen wir einfach bis zum Questgeber durch. Und schauen mal, ob wir dann auch dieses Gebiet abgeschlossen haben. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir durch hier die Erkundung schon mal weitergekommen sind. Also was jetzt Erfolge angeht. Weil wenn wir jedes Gebiet komplett erkundet haben, da gibt es ja auch fürs Erkunden Erfahrungspunkte für jeden Abschnitt, den man da frei schaltet, kriegt man ja noch ein bisschen Erfahrung mehr. Und dann gibt es halt den Erfolg, wenn man ein komplettes Land einmal erkundet hat. Fand ich ganz gut. Habe ich damals hier, ich glaube, damals habe ich das überall auch erkundet. Alles. Ich glaube, da hatte ich bis auf Nordend komplett alles erkundet gehabt und alles fertig gequestet. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz so sicher. Ich hatte auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, war ich schon bei 5000 Quests? Ich glaube ja, ich hatte 5000 Quests fertig. So, was haben wir denn hier?
Eluns Rache, Elun sei gepriesen. Alles, worauf ich gestoßen bin, deutete darauf hin, dass die Verderbnis tief in Tel Drasil selbst vergraben liegt. Ich hatte schon befürchtet, wir würden die Quelle niemals angreifen können, ohne den Weltenbaum dabei zu töten. Ich bin so dankbar, dass ich falsch lag. Diese günstige Wendung des Schicksals haben wir Malfurion zu verdanken. Vielleicht werde ich ihn aufsuchen, bevor ich wieder in die Wildnis aufbreche. Vielen Dank. Danke für alles, was ihr getan habt. Sicher werdet ihr eines Tages ein großer Held sein. Ach, ich dachte, das wäre ich jetzt schon. Aber gut, wenn du sagst, eines Tages, gebe ich mich wieder mit auch einverstanden, du alter Scharmützler. Oh, was ist das denn? Der hat ja sogar noch eine Quest für uns. Die Wasser von Tel Drasil. Unsere Arbeit ist hier fürs Erste getan. Dieses Wasser hat sich als sehr bedeutsam herausgestellt. Doch war es ursprünglich nicht für mich bestimmt. Geht nur und bringt es zu Kurithras an der Wegkreuzung. Ich bin mir sicher, er möchte gerne, dass ihr es an seinen eigentlichen Bestimmungsort bringt. Okay, nehmen wir doch glatt mal an und dann würde ich sagen, geben wir die Quest beim nächsten Mal ab. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und schaut in 2 Tagen, wenn es den nächsten Part von World of Warcraft gibt, wieder zu. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao!